Und er wird im Herbst auch den Stadtparteivorsitz von Philipp Kucher übernehmen.
In einer Pressekonferenz hat Rabitsch heute Vormittag seinen politischen Kurs abgesteckt. Er kündigt Gespräche mit allen Parteien an und er will einen schlankeren Gemeinderatsklub. Martina Steiner berichtet. Ronald Rabitsch will ernst machen mit der Erneuerung der SPÖ Klagenfurt. Daran hat er heute keinen Zweifel gelassen. Der Baustellen gibt es ja viele. Da ist die unliebsame Erfahrung mit der Chatgruppe. Da geht es um einen offenbaren Maulwurf im Club, der interner nach außen trägt. Und dann gilt es, die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien auf neue Beine zu stellen. Rabitsch heute in der Pressekonferenz. Ich möchte Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung bedeutet für mich auch, den Bezirksparteivorsitz in den nächsten Monaten, das ist jetzt akut, da haben wir Zeit, ebenso zu übernehmen, weil ich denke, das ist auch ein Gesamtbild, was dann auch in einem Change-Prozess und gemeinsam als mit einem tollen Team was weiterzubringen. Auf die Frage, ob der Parteivorsitz eine Bedingung war, überhaupt in Klagenfurt einzusteigen, ja. Dabei soll es aber nicht bleiben. Nächste Woche findet eine Clubsitzung der SPÖ Klagenfurt statt. Da sind weitere personelle Änderungen zu erwarten. Davor soll es Gespräche geben. Wir haben eine größte Clubaufteilung. Ich will Gespräche führen, dass wir das effizienter machen und damit am kommenden Montag oder Dienstag werden Sie informiert, wie das dann aufgestellt wird. Rabitsch will auch dafür sorgen, dass es nicht wieder zu derartigen Aussagen in Chats kommt, die den Rücktritt von Liesnig ausgelöst haben. Er selber war ebenfalls in der Gruppe, wenn auch nicht sehr aktiv, wie er sagt. Chatgruppen wird es weitergeben, weil das brauchen wir für die Kommunikation. Mit heutigem Tag schon müsse damit Schluss sein, sagt er. Aber nicht nur parteiintern will Rabitsch für einen neuen Wind sorgen, er will auch auf die anderen Parteien zugehen. Noch Bezirksparteiobmann Philipp Kucher betont, Rabitsch sei der richtige Mann. Er selbst wolle im Nationalrat auch für Klagenfurt weiterarbeiten, bietet Rabitsch eine konstruktive Arbeitsbasis an. Die Zusammenarbeit mit Freiheitlichen und ÖVP bleibe aber, sagt er. Die FPÖ spricht von einem holprigen Start. Mitgestalter der Chatgruppen würden weiterhin im Gemeinderat vertreten sein. Für die Grünen ist es wichtig, dass das Vertrauen wiederhergestellt werde und die Neos bieten Unterstützung für eine Zusammenarbeit an. Und für die Klagenfurter Volkspartei sagt Julian Kräften. Der Neustart in der SPÖ Klagenfurt ist auch Thema in ORF2. Außerdem, die finanziellen Probleme der Gemeinde sind heute eines der Hauptthemen bei der Konferenz der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Klagenfurt. Heute Abend werden im ORF-Theater die 48. Tage der deutschsprachigen Literatur das Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis eröffnet. In Villach finden derzeit die Tennis-Europameisterschaften der Gehörlosen statt und in unserer Serie Neues von gestern blicken wir in das Jahr 1984 und zum Kulturfestival Woche der Begegnung zurück. Das alles und mehr Kärnten heute 19 Uhr ORF2. Thema Wirtschaft. Der Export ist das Rückgrat der Industrie in Kärnten. Aber seit Jahresbeginn verzeichnen die Unternehmen nach eigenen Angaben Rückgänge. Sie kämpfen mit hohen Löhnen und Energiekosten sowie mit der Bürokratie, wie Vertreter der Wirtschaftskammer am heutigen Exporttag betonen. Claudia Edlinger berichtet. Die Exporte im Jahr 2023 seien akzeptabel gewesen, vor allem nach einem sehr schlechten Jahr 2022, sagt Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl. Heuer gehen jedoch erstmals Importe und Exporte zurück. Und wir sehen natürlich auch eine rückläufige Konjunktur. Sie wissen, 50% unserer gesamten Exporte sind vor allem in den deutschen Raum gegangen. Und auch die deutsche Industrie und der deutsche Export hustet ein wenig und schwächelt ein bisschen. Das kriegen wir natürlich deutlich zu spüren. Neue Absatzmärkte werden also gesucht. 3 bis 4 Jahre kann es dauern, bis sich eine Kärntner Firma auf einem neuen Markt etabliert, sagt Kammerpräsident Mandl. Afrikanische Länder werden immer wieder genannt. Ein Partner der Exportwirtschaft ist beispielsweise die Raiffeisen Landesbank. Vorstandssprecher Manfred Wilhelmer sagt heute, die Bank sehe es als ihre Verantwortung, Unternehmer in neue Märkte zu begleiten. Den Überblick zu haben bei den Förderungen ist manchmal schwierig. Da sehen wir es unsere Aufgabe, die richtigen Förderstellen zu finden. Wir kennen die Ansprechpartner. Stichwort EU-Lieferkettengesetz. Es nimmt die Unternehmer bei der Einhaltung der Menschenrechte in die Pflicht. Es geht um den Schutz vor Kinderarbeit, das Recht auf faire Löhne und
den Schutz der Umwelt. Viele Unternehmen kritisieren den einhergehenden bürokratischen Aufwand. Laut Wirtschaftskammerpräsident Mangl bleibt es nicht nur bei Kritik. Es gibt genügend andere Abnehmer, aber ich liefere das aus Europa sicher nicht. Ich glaube, dass das Theater, das das Lieferkettengesetz so deutlich macht, nicht mit. Die Kammer bietet ihren Mitgliedsbetrieben Informationen und Seminare an. Am heutigen Exporttag außerdem Gespräche mit Handelsdelegierten aus Afrika, Asien, Europa und auch aus Amerika. Neue Märkte erfolgreich gefunden hat auch die Bietersdorfer Gruppe mit Standorten in Klagenfurt und im Görtschitztal. Sie hat mittlerweile 89 Standorte in 47 Ländern. Bietersdorfer produziert unter anderem Zement und Rohre. Trotz schwächelnder Wirtschaft in Europa konnte mit der internationalen Strategie der Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr um 10% gesteigert werden. Von der Bietersdorfer Bilanzpressekonferenz berichtet Isolde Nothnagel. International sei man breit aufgestellt und das habe dazu beigetragen, dass auch das Jahr 2023 erfolgreich war. Vor allem in Lateinamerika hat die Bietersdorfer Gruppe ihr Engagement mit Infrastrukturprojekten im Trink- und Abwasserbereich verstärkt. Die Gründe liegen für Geschäftsführer.